aber der wird oben eingerollt. Pass mal auf. Ist das krass? Ja, 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 ich hab'n. Ich hab'n. Tornado, Tornado, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Stinkst du oder was? Wir stehen hier gerade 3 Kilometer südwestlich der Innenstadt von Duisburg, haben Tornado mit Bodenkontakt. Wahnsinn. Wahnsinn. Doch natürlich rotiert das. Es kann wie ein Sechser im Lotto sein, einen Tornado zu finden. Es kann eine Katastrophe sein, einem zu begegnen. Hier hat Kyrill gewütet, am Abend des 18. Januar 2007. Schon alles in diese Richtung gefallen. Die Schäden im brandenburgischen Brachwitz lassen mehr als einen Orkan vermuten. Thilo Kühne fährt dem Verdacht nach. Hat es vielleicht sogar einen Tornado gegeben? Bilder in Zeitungen und Fernsehberichte hatten ihn neugierig gemacht. Nun will er selbst schauen und hat Augenzeugen herbestellt. Wir sind heute hier, um dieses Ereignis etwas näher zu untersuchen. Und ich möchte Sie gerne befragen, wie Ihre Eindrücke des Sturmereignisses gewesen sind. Im Feuerwehrhaus, die saßen schon drin, die Leute, da hat sich das Auto angehoben. Der drinnen saß und das Fahrzeug fahren wollte, der hat gesagt zu dem anderen, Mensch, zieh mich nicht raus. Also er hatte das Gefühl, ihm zieht jemand aus Auto. So ein Druck war das. Und dann fielen die Steine von den Dächern und die Autos, die waren natürlich auch alle kaputt. Die hatten vorne ein Schlee, richtige Löcher an der Motorhaube. Also, das waren durch Trümmer, die umhergeflogen sind. Ja, wir haben ja hier eine Bockscheune zu stehen gehabt. Die wurde von der Agrargenossenschaft genutzt und die war mit Welteternitplatten noch entdeckt. Und diese Dinger sind hier durch die Luft geflogen wie Geschosse. Am Waldrand finden Thilo Kühne und sein Helfer große Blechteile. Und auch hier Eternitreste. Und die Teile hat es hier total zerschrotet. Hm? Ein bisschen Wellasbest und das sind auch mindestens 600 Meter von der Scheune aus dem Dorf bis hierher. Eine gewaltige Kraft, die auch die Bäume entwurzelt und abgebrochen hat. Die Daten kommen in den Computer, ins Fachforum der jungen Organisation Skywarn, der Wetterbeobachter in Deutschland, entstanden nach amerikanischem Vorbild. Der Verlauf der Schneise durch den Ort. Die Fallrichtung der Bäume. Thilo Kühne schreibt auch seine Vermutungen über die Stärke der Schäden und will per Internet darüber diskutieren. Und sind dann schon ungefähr 2 Wochen nach Kyrill darauf gekommen, dass es eigentlich sich nur um einen Tornado gehandelt haben kann. Die Bewohner haben uns vor Ort auch beschrieben, sie haben ein unheimliches Pfeifen gehört. Sie haben gemerkt, sie haben einen Druck auf den Ohren gemerkt, auf den Augen. Das alles sind Indizien, die schon sehr, sehr tornadotypisch sind. Brachwitz wird in die Tornadoliste für Deutschland gestellt. Immer mehr Beobachter melden und fotografieren Tornados und Wasserhosen. 2006 gab es erstmals über 100 bestätigte Fälle. In den 1920er und 30er Jahren war Deutschland führend in der Tornadoforschung. Der Zweite Weltkrieg setzte ein Ende. Anfang der 50er Jahre begannen die USA, ein Beobachtungs- und Warnsystem aufzubauen. Immer modernere Vorhersagetechnik, gekoppelt mit immer mehr Augenbeobachtungen.
Mehr als 30.000 sind es inzwischen, die den wilden Winden im mittleren Westen der USA hinterherjagen. Er ist einer aus dem großen Heer von Storm Chasern. Charles Doswell macht das seit 35 Jahren. Der Deutsche Wetterdienst lädt ihn ein zum ersten Tornado-Workshop 2005. Manche der Zuhörer jagen selbst Gewitter, in Deutschland und auch in den Weiten von Kansas und Oklahoma. Doch nicht das Abenteuer steht im Vordergrund. Vor allem wollen sie die wirbelnden Monster besser verstehen, um irgendwann auch vor ihnen warnen zu können. Meist sind es solche Superzellen, aus denen sich Tornados entwickeln. Haupt- und Ehrenamtliche bringen sich auf gleichen Wissensstand. Man will raus aus den Zufälligkeiten, lernen auch vom Kontinent der Tornados. Am wichtigsten war die Erkenntnis, dass Tornado-Vorhersagen überhaupt nötig sind. Sie wurden Teil des Wetterservices der Vereinigten Staaten seit 1953. In the Weather Service in 1953. This is a sparsely populated part of Alabama. Ein Gewitter live im Wetterfernsehen. Let's go quickly back to the radar. Let me show you this. And again, there's your hook. Radaranlagen liefern die Daten für eine genaue Analyse. Live sweep is going to come on through. And again, there is the hook. The Hook, das Hakenecho, zeigt die Rotation der Luftmassen. Doch daraus muss kein Tornado entstehen. Man kann den Weg der gefährlichen Zelle verfolgen und bei einer Warnung in den Tornado-Keller fliehen. Die technischen Voraussetzungen zum Erkennen von Starkstürmen rücken auch in Deutschland näher. Ein Experte aus Kanada erklärt die neue Software, die der Deutsche Wetterdienst einsetzen will. Die gefährlichen Gewitterzellen sind rot und am Rande das Hakenecho, die Stelle der Rotation. Doch es gibt echte und falsche Hooks. Das aber muss man lesen können. Kalte Luftschichten schieben sich über warme. Die steigen auf. Quellwolken und Gewitter bilden sich. Ist der Temperaturunterschied zwischen den Luftschichten groß genug, entstehen gewaltige Aufwinde. Ändert der Wind mit der Höhe seine Richtung, beginnt die Wolke zu drehen. Im Zentrum bildet sich ein Wolkenrüssel mit enormen Windgeschwindigkeiten und zerstörerischem Unterdruck. Braut sich eine Wolkenfront zusammen, werden Unwetterfreaks unruhig, wie Ansgar Berling und Hermann Hapering in Niedersachsen. Bis zu 50 Mal im Jahr packen sie das Zeug zum Chasen, zum Gewitterjagen, ins Auto. Und im Mai kommt es mit in die USA. Die Kamera muss fest sitzen. Der Detektor zeichnet Blitzentladungen auf. Ein Laptop für die Radardaten zum Orten der Gewitterfront. Der Sommer 2004 ist gewitterträchtig. Die Gewitter in der Nacht, vor allen Dingen aber morgen Nachmittag, die haben es zum Teil richtig kräftig in sich. Örtlich mit Hagel, mit Sturmböen, es sind sogar Tornados nicht ganz ausgeschlossen. Es lohnt sich deshalb auf Unwetterzentrale. Erstmals im deutschen Fernsehen gibt es 2004 auch Hinweise auf mögliche Tornados. Sie sind in Berlin gestartet. Studenten, junge Meteorologen. Von der Natur wollen sie lernen. Wie entwickeln sich Wolkenformationen? Wie entlädt sich ein Gewitter? Jan Hoffmann entwickelt Systeme zur kurzfristigen Vorhersage von Unwettern. Doch kurzlebige Tornados rutschen auch bei der besten Technik durch.
Dafür braucht es Augenbeobachter. Regen und dunkle Wolken noch vom alten Gewitter. Wir wollen halt nur raus. Wir wollen halt einfach nur raus aus dieser Suppe hier, weißt du? Erster Halt nach fast 2 Stunden. Immer mehr junge Leute interessieren sich auch in Deutschland fürs Wetterjagen. Was früher oft unbemerkt vorbeizog, wird gefilmt, gemeldet, ins Internet gestellt. Frankfurt, Offenbach. Hier ist Helmshofer Kreuz. Wir sind heute scheinen sie kein Glück zu haben. Die 23? Noch keine neuen Wolken und nur schlappe 22 Grad. Einige Tage später nochmal ein Jagdversuch. Der Tornado blieb aus, trotz trächtiger Wolken. Schon wirklich gut aus. Woanders wurde einer gesichtet. Wir stehen gerade 3 Kilometer südlich von Duisburg auf dem Feld mit Blick auf Richtung Nordost. Tornado hat Bodenkontakt mit starker Rotation. Zieht Richtung Nordost weiter. Doch bei der Unwetterzentrale kam die Telefondurchsage zu spät an. Hatte einen Umweg genommen. Ein technisches Problem. 2004 war das Meldesystem noch im Aufbau. Eine Warnung der Bevölkerung hätte das Unglück nicht verhindert. Man wäre vielleicht besser vorbereitet gewesen. Das meteorologische Observatorium auf dem Hohen Peißenberg bei München. Mit dem Dopplerradar kann man in die Wolken hineinschauen. Es zeigt, wie stark und in welche Richtung die Winde wehen. 16 Wetterradarstationen tasten Deutschland flächendeckend ab. Treffen elektromagnetische Wellen auf ein Hindernis wie Niederschlag, werden sie reflektiert und sichtbar gemacht. Die Radarbilder übersetzt der Wetterdienst für Feuerwehren und Katastrophenstäbe. Auf einen Blick sollen Gefahren erkannt werden. Dieses System wurde entwickelt, um Einsatzkräften über beispielsweise ziehende Gewitterzellen und auch dann die Einsätze für Feuerwehren besser steuern zu können, vor allem auch das Personal vorzuhalten, aber auch natürlich für die Meteorologie selbst. Gefährliche Gewitterzellen werden rot und man sieht, wo sie langziehen. Aus Zelle 39 hat sich ein Tornado entwickelt. Den kann das Radar nicht erkennen. Eingefangen aber mit der Amateurkamera. Micheln in Sachsen-Anhalt, 23. Juni 2004. Schnell sind die Fernsehteams da. Und ein Schadensexperte will die Stärke des Wirbelsturms bestimmen. Martin Hubrich ist dabei, seit Tornados in Deutschland wieder ein Thema sind. Seit 10 Jahren hilft er auch aufzuklären. Laut der Unwetterzentrale wurde hier schon vor schweren Unwettern und sogar möglicher Tornadogefahr gewarnt. Zumindest habe ich so aus dem Internet. Aber das ist wahrscheinlich nicht im Radio gewesen. Ich habe das heute auch schon gehört, dass hier warm wurde. Aber ich selber habe es sicher. Ich bin 15:30 von Arbeit gekommen, haben eine Tasse Kaffee getrunken. Das Wichtige ist, wenn solche Warnungen kommen, das muss für jeden verfügbar im Radio sein und nicht jetzt irgendwo. Ein bisschen präsenter dann. Ja. Das stimmt. Eine Chefin, die kam von Nienburg. Ja. Die Gefahr also war bekannt. Der Tornado aber kam unverhofft. Wir saßen hier unten drunter, haben Kaffee getrunken, ja. Auf einmal. Es wurde schwarz, windig und. Erstmal war es ganz ruhig, still. Ja. Still. Und hier war eine große Pappel und da fingen die Blätter an zu rauschen, richtig so laut. Und dann wurde es windig und dann ging es ruckzuck. Ein Baum kam angeflogen, ein großer. Und dann kam nur Dreck, Sand, das war wie Nadeln im Gesicht. Ja, und dann Augen zu, festgehalten und, ja, und gekrönt. Augen haben wir zugehabt, ja. Hauptsache überleben. Das war, also furchtbar war das. Ich habe so einen Himmel noch nie gesehen. Ich wollte hier nur die Wolken sehen. Ich habe das Ding gar nicht gesehen, wie es kam. Das waren, der war wie so ein Zylinder, der kam wie aus der Erde raus, ging oben breit und es war ja wie, es war unvorstellbar. Wirklich.
Es ist, man kann das Jockeying beschreiben. War alles am Rotieren, ist das richtig? Es war richtig wie ein Kreisel, der mal als Kind hier so, bloß jetzt. So ging der ab und ging hoch. Und das wird wahrscheinlich eine Windgeschwindigkeit im Bereich von etwa 300 Stundenkilometern gewesen sein. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wir hatten das gestern Abend noch anhand von Bildern diskutiert und jetzt eben anhand der gesehenen Schäden. Sowas in dieser Stärke, von der Statistik her gesehen, kommt das alle 5 Jahre einmal vor in Deutschland. Tornados werden nach dem Ausmaß ihrer Schäden beurteilt. Am gebräuchlichsten ist die Fujita-Skala. Die Universität im US-Staat Wisconsin hat dazu ein Modell entwickelt. Ein F1 wirft Wohnmobile um, beschädigt Dächer, verschiebt fahrende Pkw. Flachwurzelnde Bäume fallen um. Wie in Frankfurt Oberrat im Juni 2007. In Straupitz im Spreewald 1999. Ein F2 deckt Dächer ab, schleudert Autos herum, knickt oder entwurzelt Bäume. Hamburg-Harburg im März 2006. Ein F3 trägt Dächer und leichte Wände ab, hinterlässt eine Schneise im Wald. Micheln in Sachsen-Anhalt 2004. Brachwitz in Brandenburg 2007. Beim F4 stürzen gut gebaute Häuser ein. Autos und Tiere werden durch die Luft geschleudert. Wie in Pforzheim 1968. 2 Tote gab es damals. Ein F4 ist ein sehr seltenes Ereignis in Deutschland. Beim F5 werden Häuser dem Erdboden gleichgemacht, Bäume sogar entrinnt. Greensburg in Kansas, Mai 2007, mit 9 Toten. In Deutschland soll es bisher 2 solcher schrecklichen Tornados gegeben haben. Doch das ist mehr als 200 Jahre her. Dieses Städtchen in den Niederlanden ist 1925 schwer getroffen worden. Ein interessantes Ziel für Sturmjäger noch heute. Denn Borculo hat sein Leid zum Museum gemacht. Es ist das einzige Tornado-Museum in Europa. Die meisten sind wirklich... Die sind einfach nur geknickt worden hier, aber reihenweise. Auch historische Ereignisse sollen einfließen in ihre Forschungen. Wie stark war der Tornado? Damals gab es noch keine Fujita-Skala. Wie weit war die Meteorologie? Er hat eben auch in der Atmosphäre nach Mustern gesucht. Und das finde ich interessant, weil das ist eigentlich fast Pionierarbeit. Weil die Amerikaner kamen mit Windscherungen und so weiter erst in den 40er, 50er Jahren, haben sie das, die Muster erkannt. Aber er hat es in den 20ern schon gesehen und das ist interessant. Hier steht nur noch die Fassade, die Zwischenmauern sind weg, die hinteren Mauern sind weg, die Decke ist weg. Also das ist ein nahezu F5-Schaden, also F4 im oberen Bereich ganz sicher. Bilder dieses F4 werden in ihre Vorträge über Tornados einfließen. Historische Analysen zum besseren Verstehen des Heute. F3 zu gehen anhand dieses Bildes. Was von der alten Kirche übrig blieb. Schon am nächsten Tag ist das Militär da. Auch die Königin kommt. Die meisten Tornados wurden bisher zufällig entdeckt, wie dieser auf Rügen. Der bei Pfungstadt. Wasserhosen auf der Ostsee, gefilmt auf der Ferieninsel Bornholm. Gut zu sehen, der kondensierte Wasserdampf um den Wirbel herum.
Besonders interessant die Stadien der Auflösung. Wie ein Strumpf, der sich vom Bein abrollt. Inzwischen wird immer gezielter gesucht. Das ist heavy, das Ding, echt. Ja, ja, ich filme das. Ich bin genau hier. Das ist hier ungefähr beim Rathaus Schöneberg. Ich sehe es, das ist extrem niedrig. Aber es dürfte Outflow sein. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, aber es ist keine Rotation eigentlich erkennbar. Es ist nur... Wahnsinn! Wahnsinn! Doch natürlich rotiert das. Man ist in fachlichem Kontakt mit den Wetterdiensten. Ich möchte Ihnen den Satellitenfilm zeigen und die Unwetter im Osten Deutschlands, wie sie hier am Nachmittag förmlich explodiert sind. Sie sehen hier einen ganzen Haufen und diese Front ist weiter nach Osten gezogen. Und eben vor ungefähr einer Minute habe ich dieses Bild bekommen von Jan Hoffmann aus Berlin. Und das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Hier ein solcher Anfang eines Tornados. Das ist ein Funnel, ein beginnender Trichter und den kann man hier tiefschwarz erkennen. Es ging also wirklich wild zu und her, nicht nur in Berlin, sondern auch sonst verbreitet. Welche Wolkenformen es gibt, kann man im Skywarn Schulungscenter lernen. Spotter-Training per Internet. Spotter, das sind Beobachter, die Extremereignisse an die Wetterdienste melden. Lars Lowinski, der bei einer Wetterredaktion arbeitet, hat den Lehrgang zusammengestellt. Mehr als 100 haben sich inzwischen qualifiziert, mit Zertifikat fürs ungewöhnliche Hobby. Ein deutschlandweites Netz ehrenamtlicher Augenbeobachter soll entstehen, nach amerikanischem Vorbild. Dabei hilft eine kleine Schar junger Meteorologen. Jan Hoffmann verfeinert die Radardaten vom deutschen Wetterdienst. Seine hoch aufgelösten Bilder kriegen die Ausgebildeten, die Advanced Spotter, auf Laptop und Handy zum Orten und Melden der gefährlichen Wetterlagen. Lars Lowinski hier von Skywarn Bayern. Wir stehen im Augenblick knapp östlich einer massiven Böenfront, die jetzt Richtung Starnberg zieht. Wir verfolgen gerade eine zyklische Superzelle, möchte eine Tornadosichtung melden. Ich habe vor circa einer Minute einen echten Tornado beobachten können mit Bodenkontakt und er dreht sich im Moment in Richtung Otterndorf. Der Deutsche Wetterdienst hat ein Formular entwickelt, in das jeder auch ohne Vorwissen seine Beobachtungen eintragen kann. Wir haben 2006 im Februar dieses Unwettermeldeformular im Internet eingeführt und bisher schon über 3000 solcher Meldungen bekommen. An Unwettertagen wie zum Beispiel Kyrill diesem Jahres haben wir innerhalb von 2 Tagen über 400 solcher Meldungen bekommen. Die werden dann auch sofort geprüft auf Wahrheitsgehalt und können dann eben zum Beispiel für Unwetterwarnungen unmittelbar genutzt werden. Meldungen über Tornados kamen bisher immer zu spät. Bei Kyrill erst am Tag danach, als die Schäden sichtbar waren. Dabei war der Sturm lange vorhersehbar. Ein Tief bildet sich über dem Atlantik und zieht gen Osten mit hohen Windgeschwindigkeiten. Guck dir mal den Höhenwind hier an, also wie stark der ist. 100 Knoten und dann da sogar 110. Hast du sowas schon gesehen? Nee, ich auch nicht. Am Tage vor Kyrill in der Unwetterzentrale von Meteomedia. Warnungen für alle Landkreise werden herausgegeben. Solche Einbuchtungen zu erkennen sind... Es geht echt über 200, 300 Kilometer insgesamt. Schwere Gewitter sind zu erwarten. Und die Möglichkeit wird ins Internet geschrieben, dass vereinzelt auch Tornados auftreten können. Der Deutsche Wetterdienst in ständigem Kontakt mit der Feuerwehr. Die amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen wird schon am Vorabend scharf gemacht. Berliner Feuerwehr, Lagedienst nötlich. Ja, Herr Schulze. Ja, wir haben Ihr Fax erhalten. Berlin und ganz Brandenburg sind gewarnt. 12 Uhr am Kyrilltag,
Lagebesprechung in der Regionalzentrale Potsdam des DWD. Mit den weiteren Prozessen erwarten wir ja für den Abend dann sogar Orkanböen, also Windstärke 12 hier jetzt in der Osthälfte Deutschlands. Diese Wolkengebiete. Die mittags errechnete Prognose für den Abend. Lila signalisiert höchste Windgeschwindigkeiten, die über Brandenburg hinwegziehen werden. Ich wollte noch mal konkretisieren, für Berlin, denke ich mal, haben wir noch 2-3 Stunden Zeit. Okay, wiederhören. Neben dem Direktkontakt hilft der Feuerwehr das vom Wetterdienst entwickelte System FEWIS, Gefahren sofort zu erkennen. Berlin kommt glimpflich davon. Richtung Süden werden die Gewitterzellen stärker. Rot und lila die gefährlichsten. Die Sturmfront zieht über Brandenburg hinweg. 18.23 Uhr treffen hier starke Winde aus unterschiedlichen Richtungen aufeinander, die mit der Höhe ihre Geschwindigkeit ändern. Die Stelle mit extremer Rotation. Ein starker F3 wird später festgestellt, der von Elsterwerda durch Kahla, Plesser und Lauchhammer zog. Drei Tornados haben sich im Osten Deutschlands aus Kyrill entwickelt. Es war schon dunkel. Doch auch am Tage wären sie wahrscheinlich nicht gemeldet worden. Zu grobmaschig ist das Netz der Augenbeobachter noch. Wir brauchen trotz modernster Technik wie Dopplerradargeräte noch mehr Augenbeobachtung, um sicher zu wissen, da ist jetzt ein Tornado. Und wenn wir dann so eine konkrete Tornadowarnung herausgeben, dann geht es natürlich auch darum, wie schnell kann die Bevölkerung erreicht werden. Und hier ist für mich immer noch Beispiel die USA. Hier funktioniert das sehr gut. Das heißt, man kann und muss über die Medien dann sehr schnell die Bevölkerung erreichen und warnen, damit eben noch Menschenleben vor solchen Tornados geschützt werden können. Tornado-Videos im Internet. Unzählige Freaks jagen in den USA mit ihren Kameras den Superzellen hinterher. Doch nur ein Viertel der Riesenwolken bringen auch Tornados hervor. Die Suche also nicht immer mit Erfolg. Dann aber ist die Begeisterung und manchmal der Schreck groß. Oh mein Gott! It's not good! Oh, no, no, no! Jesus Christ! Die weiten, überhitzten Landmassen im mittleren Westen sind für Tornados ideal. Größer und langlebiger sind sie hier. Und so ziehen zur Tornadosaison im späten Frühjahr auch deutsche Sturmjäger schon mal 15.000 Kilometer durch Kansas und Oklahoma. Um neben dem Abenteuer noch mehr über die Extremwinde zu lernen. Gewitterzellen werden hier auch von fahrbaren Radargeräten verfolgt. Im nächsten Jahr wollen sie wiederkommen. Je mehr Sturmjäger auch in Deutschland auf Gewittersuche gehen, desto größer wird auch bei uns die Chance, rechtzeitig vor Tornados warnen zu können.